Schönen guten Mittag. Hi aus der Kock. Wir sind bei den Landesmeisterschaften vom Tischtennis, die gesiedelt. Zwei Tischer im Moment gehen präpariert für die ersten Halbfinalen. Und ich bin nicht länger heute hier an der Kock, mehr schon ein Experte dabei aus dem Tischtennis. Guten Mittag, Henk Dielissen. Ja, guten Mittag, also alle guten, die aus Null lauschen, mal gucken. Ja. Wir haben heute, wie gesagt, den Einzelchampionat hier aus der Kock. Und natürlich gucken wir ein Kehr auf den Weg von der Qualifikation. Voilà, und hier sehen wir den ersten Match. Da hat sich den Luka Mladenovic gegen den Gilles Micheli durchgesagt. Hängt für dich eine Überraschung oder nicht? Also, der Rang ist noch, steht Luka hier ein bisschen mehr heiß. Aber wenn man in dem Match gesehen hat, der Gilles hat zumals die ersten zwei Sätze terribel gut gespielt. Er wusste genau, was er machen müsste. Er hat mit seinem River den Luka immer Bedrängnis gebracht. Aber dann hast du ein bisschen nachgebraucht an den Luka und der konnte sich durchsetzen. Voilà. Und an der Finale, also der Luka, an der Halbfinale, ist der Luka Mladenovic und der spielt Lo. Der spielt dann gegen den Dedeschin Yevgeny und den hat gegen den Kevin Kubica durchgesetzt. Ja, den Evgeny, den nächsten Satz war klar verloren, hat gegen Kevin Bedono hat sich dann durchgesetzt und ich meine, steht auch noch verdient, an der Halbfinale geht der Luka. Mhm. Und dann haben wir an der anderen Halbfinale, da sehen wir schon den Christian Kiel, den sich an der Viertelfinale gegen den Malval Dessel durchgesetzt hat. Malval Dessel natürlich ein junges Talent, aber heute noch nicht dem Druck gewusst. Ja, ich meine, das macht ganz großen Hoffnungen an die Meisterschaft gegangen. Und ich wollte doch wirklich weisen, wie ein Talent das denn ist, aber das denn, die Resultate, die er international bei Jugendturnier gespielt hat, für die zu konfirmieren. Mit dem Christian, den hat seine Experienz spielen gelassen und den hat dann noch fertig gebracht, an den entscheidenden Momenten die Punkte zu machen, wo dem Mal, gebe ich so ein bisschen die Experienz gefehlt hat. Mhm. Und der Christian Kiel, der spielt gegen den Erik Loth, Sportsaldot. Und auch hin konnte sich gegen den Chacheng vom Hohwald durchsetzen. Ja, der Erik hat klar gewiesen, dass er eben an der Setzungsnöchel auf 1 steht. Und er hat dann nicht aufrennen gelassen. Und den Chen hat matt gespielt, auch gut gespielt. Mit 4-0 war aber klar. Und hier im Bild sehen wir eben den Evgeny Dadeschin. Und auf diese Party werden wir uns dann als erst konzentrieren. Wie gesagt, den Luka Mladenovic gegen den Dadeschin. Ja, der Dadeschin, der sich eine ganz gute Saison gespielt hat, weil er als Matzinger Kiewer an die Playoff kam. Sie sind ja an sind gepackt, für sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Da geht man sich aber so an der Luca, den Pferdesport Matzinger Kiewer an die erste Bundesliga aufzusteigen. Weil aber oben noch ein Kraftdriver ist. Und den hat ein ganz guter Parcours da gemacht. Den hat Pferdesport nur seine Verletzung auf Position 1 oder 2 an Deutschland dort spielen zu Mainz. Genau. Und das war schon der große Sprung, den er gemacht hat. Ja, wir haben gesehen am großen Trikot den Luka Mladenovic, den jo für rund 3 Jahre alt aushalten, wie ist denn das? 3 Jahre kann sogar noch ein Jahr drüber gewesen, also 4 Jahre gewesen sein. Mir egal wen hat das Jahr den Lode der Kuh gemacht. Wir haben auch noch aufsteigen an die erste Bundesliga und der Verein hat doch gesagt, dass wir Tim Firo planen und dass der nächste erste Bundesliga kann spielen. Das verspricht auf jeden Fall auch heute dein Pronostik für das Party. Also du hast Luca am Ende ein Favorit. Er hat ein bisschen ein anderes Spielsystem. Er spielt ja mit Anti an wenn ich schaue, sie spielen noch an den letzten Trainingen, hat viel mehr selber dort Punkte gemacht. Und hat nicht mehr darauf gewartet, dass man zu einem Anti, wo früher die Rotation seiner Schäden wären. Also, aber nur ist er den Tempo, den er spielt. Und hier möchte er Punkte. Er spielt viel mehr aktiv. Das wird man nur mal gesehen, ob er an diesem Match Satz und an diesem Match nicht. Voilà, also das ist drum und drum, dass der Match umgeht und dass der Dadeschin den nächsten Service hat. Ja. Erster Fehler von Luka Mladenovic. Wenn wir mal ein bisschen aufhören, bis wir an den Match rankommen. Ich spiele ja auf 4 gewonnene Sätze, das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit.
Du siehst, wie der Luca sich herausstellt, weil der Dadeschin Linkshänder ist. Weil, genau wie der Erik Lothi auch Linkshänder ist. Und immer proportional viel Linkshänder, die an der Halbfinale spielen. Schon letztes Jahr. Das hat natürlich den Linkshänder, wir kennen doch aus dem aus anderen Sportarten, gewisse Vierdeel natürlich, weil es da einfach Männer ging. Ganz genau. Der Linkshänder spielt viel mehr auf den Querzhänder, wie der Querzhänder geht Linkshänder. Würde ich wissen, winkeln ein bisschen, und, das ist ein bisschen ein anderes Spiel. Nur hat er gesehen, wo sein Amt ja gesagt wird, und das Tempo rausgeholt wird. Die Rotation ist mit dem neuen Ball nicht so entscheidend, wie es so mal war. Mit dem Tempowechsel am Anti-Topspin, den nur um durchgespielt hat, das nach einmal ganz gefährlich für die Welt. Aber wenn es so sehr geht, weil ich nicht immer gesagt habe, dass der Luca die Wechsel. Seiten. Das heißt, der erste Track hat am Grab und dann spielt man mal an, wie man mit dem schnellen Belag, mit dem geladenen Belag, die ging so in den Begriff, den also wo man dann zählen kann. Für die, die also nur gucken, am Fleisch das nicht so wissen, das sind noch die zwei verschiedenen Farben dann. Hallo? Ja, die rote Belag, das ist den Anti-Topspin. Also, so mal Anti-Topspin, weil sie das früher so genannt haben. Und den anderen Belag, das ist den Begriff, wo man zeigen kann, wo Rotationen damit kann machen, aber wo ein bisschen mehr Tempo dran ist. Den Anti-Topspin, der bremst den Ball auf, weil er die Rotationen nicht so griff schält. Und da springt der Ball ein bisschen anders. Das ist ein Service von Dadicin. Ja, auch den Tempo rausgeholt. Vom Ladinovic, ja. Und dann Dadeschin wird sich um diese weit noch vier geheuer, für überhaupt noch um den Ball zu kommen. Ja, muss ich gucken, wie in Ebens geht, wenn man da einfach gewesen ist. Er spielt ja nicht so oft dagegen, weil Luca eben am Ausland spielt, dann spielt er den einen oder anderen Masters-Turnier, wenn da sein Programm passt, wo er dabei ist. Sonst sehen sie den nicht so oft. Der Moment schenkt auf jeden Fall gut, um da eins zu gehen. Ja, auch den Tadeschin, das Kind in der Tempo spielt. Wir sehen ihn, mit dem Gefühl spielt er mir los und guckt, wie ihn über das die Bälle mal den gut gesehen. Wird er selber gestoppt, denke nur, an über das wird schnell nur gezogen. Das schon mit den drei Satzball an diesem ersten Satz. An hängen kurz zum Spielmodus. Vielleicht denke ich, hat gut gespielt am Modus Best of Seven. Das also an der Qualifikation bis 4 ins Finale spielen sie immer Best of 5, der Tisch auf 3 gewonnen setzt. Die ab 4 ins Finale, wo sich dann noch die besten Modell greifen, dann, wo eng Matcher sind, die wirklich spektakulär Matcher werden. Wo wird Best of 7 gespielt, da muss ich 4 setzen, spannen, für die Führer. Und noch wird dann Tadeschin den nächsten Satz nicht gewonnen. Ja, du Service beim Luca. Du musst sehen, wie er darauf reagiert. Wir haben ihn gesehen, beim Amti geblockt. Der Ball, der könnte ein bisschen die Größe, keine Rotation, an den Tadeschin, der drüber zieht. Ja, hat er gut gesehen. Was meinst du, hat er gut gesehen, dass Tadeschin hat den Service gut gelesen und den richtigen Ball drauf gespielt. Bisschen zu lang, bisschen zu hell, schon kommt ein Zeiger. Genau, wir gucken denke ich, ganz kurz, ob die Anna Halle Final High und du gesehen wir hier 4 am Bild. Also den Erik Loth, den Ning 5 gegen den Christian Kiel, im Moment am Avantage ist. Ja, den Erik hat am Moment das Spiel unter Kontrolle. Also den Christian kann nicht richtig gefährlich rückkommen. Es sind zwei Weltwiesel mit den Erik, den hat den kontrolliert Spiel und das sieht die Score raus, 10-5. Nächster Satz bei der Treffer.
die nächsten 10 Minuten. Und das gelingt. Und wir gehen zurück bei dem Match zwischen Mladenovic und Dadashin. Und die Kontrahenten haben mittlerweile die Seite gewechselt. Den Leute ganz gut gesehen, wie der Ball mit dem Anti-Tempo rausgeholt und dann mit dem Belag nur gezündet. Das war ganz schwer als für die Gegner viel zu sehen. Nicht nur viel zu sehen, mehr viel darauf zu reagieren, wenn der Ball nicht kurz kommt und dann fest nur gespielt hat. Beim Luca war man nicht so sicher wegen der Verfassung, dass der Ball, weil er nach an der Woche ein bisschen krank war. Mit der schenkt den aber nur wirklich ein Glück von Kraft zu. Chlor 4-0 Feierung nur an diesem zweiten Satz für den ja, Profi. Kann ich Ball so, ne? Nein, nicht nur Ball, ein Ass-Profi. Er ist als Sportsoldat als freigestellt, nur seinem Bootcamp, den er 6 Wochen muss machen. Dann haben sie dann die Möglichkeit, für ihren Sport not zu gehen. Und das möchte Luca auch ganz seriös. Mit seinem Trainingsurteil von tun Saarbrücken, wo es danach öfters geht. Er hat sich auch auf Lützburg verlöscht, weil man Peter Engel ganz gut zusammen schafft, was sich auch dementsprechend entwickelt wird. Chance natürlich. Die war schwer zu kreieren. Ja. Da helfen noch die besten Reflexe nicht mehr. Ja, sowieso bei Reflexen, das leidet manchmal immer nicht mit Reaktion zu dem. Es geht viel zu sehr für zu reagieren. Das viel mehr das mit Antizipation, dass ihr gesagt, wie der Ball kennt, der den Doha so an das Spiel. Viel zu lesen, natürlich im Moment, dass die Erfahrung auch teilweise die hier Roldo natürlich spielt. Dann je mehr Matches ihr spielt, desto. Ja, dass die Änderungen, die kommen sind, das werde ich schon. Dass es bis jedem geht, nur aus dem Ball mit Deck gehen. Und du hast ein neues Material, das heißt, kein Zelluloid mit Plastik. Und der Plastik, den hört einfach mal eine Rotation. Das heißt, gut, Rotation, so sind wir die Ebene, ein ganz wichtiger Faktor. Ja? Auch an der Ausbildung, am Training, das ist mir ein guter Kontroll. Das heißt, geht mehr auf Tempo, Platzierungen, Balldynamik, dass es einer geht. Und dadurch, aus dem Training, ein bisschen mehr sanft das gehen. Aber er hat ziemlich gefroren, dass er so sie muss physisch top fit sein, weil das geht nicht mehr durch, wenn man mit der Hand ein bisschen Rotation zu spielen, weil die Ball eben mal eine Rotation hört. 7-5 den Avantage für den Mladenovic, den wir sind hier auf seinem Rückstuhl. Da steht nicht Mainz drauf, he? Da steht noch immer sein heimisches Verein zu Lützburg drauf, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann ist normalerweise Bärbisch drauf stören. Das kann aber auch ein Privatsponsor sein, den Dr. Neubauer, der Belag. Dr. Neubauer ist ein Zug, der das den Anti-Topspin-Belag, wo den Luca schon lange damit spielt. Also verschiedene Belege von Dr. Neubauer. Hier setzt sich noch nicht entschieden doof. Das ist die ganze Zeit noch mal nur drin. Oh, hier auch eine schöne Aktion vom Dadashin, hat sich den Ball präpariert, hier dann nur mit dem Smash aufzuschließen. Ja, den Dadashin, den gewinnt die als Betreuer, die werden schon die Sache ganz genau erklärt, wo muss der Robot passen. Aber los, Herr Wies, Mladenovic. Heute gesagt, den Belenkshänder können wir von der Seite, dann fängt man sich ein bisschen an. Und das ist nur ein bisschen überrascht, wenn Diagonal an 24 verloren ist.
bisschen rundherum gucke, sehen wir da bei den Damen, beim Sarah, den Darial, ein jung Novus-Spielerin, in ihn steht. Bleiben wir nur als echt kurz beim Satzball hier für den Evgeny Dadashin. Luka Mladenovic war auf 4 Punkten am Avantage schon. Nur aber Satzball an den Satzstoß. Schon eine kleine Überraschung im Moment. Also er muss am Spieler raffahren, weil 2-0 ist schon eine kleine Hypothek. Nur der nächste Satz wird schon entscheidend, für den Rund zu kommen. Genau, und Heng, du hast Damen gerade angeschwert, wir gehen ein Keier River ab. Damen durch, gucken, wie du ausgesehen. Und du spielst effektiv nur um Irwischten durch, aus unserer Sicht, den durch mit der Nummer 4. Du spielst Sarah de Nutt, gained. Daria Barbosa. Pardon, das ist nicht um Irwischten durch, das ist um Irwischten durch, um durch Nummer 3. Und du stehst effektiv 1-1, mit 2-0-Führung nur für Sarah de Nutt, eine Spielerin. Ja, wir kommen nicht drum rum, für drüber zu schwätzen. Wir hatten ja historisches nur fertig gespielt mit seiner Doppelpartnerin Nisha Lehn. Also, die wäre es für den dritten Platz schwätzen bei der Weltmeisterschaft. Ja, das ist wirklich ein historisches Resultat, wäre dann Geschichtsbücher für den Lützburger Sport, wäre da gehen. Weil du noch dabei kommst, so haben du noch nach dem Turnier gespielt, die hießen nur Smash. Und das hast du die höchsten Gelder bezahlt, aber nicht die Beste aus der Welt, der von dir und dir wurde. Und du uns in Narenke konfirmiert. Also haben du Narenke fertig gespielt, bis an die Halbfinale zu kommen, bis gegen die besten Chinesinnen zu verlieren. Also gegen die besten Chinesinnen, also Nummer 1 von der Welt, haben sie verloren. Und, Charlene de Nutt mittlerweile auch an der Weltrang löscht, auf Platz Nummer 3. Ich meine, das muss ich sich einfach mal vorstellen. Ein Platz Nummer 3, das heißt, jetzt sind da zwei Koppeln für drin. Und ich weiß nicht, wie viele Hunderten haben den drin. Also Platz 1 in Europa, auf Platz 3 an der Welt. Also das ist wirklich exzeptionell. Und wir sehen, Sarah de Nutt hat trotzdem zu Lützeburg, Undercock spielen. Dann spielt er normalerweise zu Saint-Quentin in Frankreich, Verein, der noch regelmäßig an der Champions League vom Tischtennis dabei ist. Auch hat heute W von der Sportzahl dort den jo, gemacht gehabt. Ja, das noch einmal Sportzahl dort hin. Und das gesagt auch, also die Landesmeisterschaft bleibt immer für Lützeburger Landesmeister zu gehen, das ist schon immer erstens eine Herausforderung und zweitens ist den Leuten alle Gute ganz wichtig. Das soll an meinen anderen so sein, weil es einfach den Titel am Land ist, wo die Beste gekränkt wird. Voilà, wir switchen ein Kerl zurück bei dem Herrenmatch zwischen Mladenovic und Dadashin. Der Luca hat einen ganz guten Start hingelegt. Also, gesagt, den fünf Böse an den Match ran. Gesagt, den auch du, dass den viel internationalen Matcher gespielt hat. Da trinkt er nicht aus der Ruhe von den 2-0 Handen aus. Nee, er guckt und überlegt, wie ihn taktisch das muss machen, wo ihn platzieren, wo ihn Ball muss platzieren, wo ihn Service muss setzen, wie ihn Trickschläge muss spielen. Und da probiert ihn das durchzuführen. Das war wunderbar. Also, eine überraschend kleine Longline. In der Dätschung auch matt überrascht. 8-0. 8-0, wenn ich das mit den zwei Sätzen für drin vergleiche, das schon 9-0. Ja, da werden da Dätschung sich auch vielleicht schon ein bisschen zu sicher. In der WM, das kann ihn gegen den Spieler aus der ersten Bundesliga oder aus der den an Zukunft in der ersten Bundesliga wert spielen, kann ihn das natürlich nicht sehen. Nee, hey, das ist gut. Denn du hast die Löhner Kontrolle, 6-0. Wie das ich sagt, der Vierspruch geht nicht mehr drüber. Genau, also der nächste Satz geht drin bei 0-0-0. Das ist nur zu spüren, dem Gegner gewesen. Du brauchst halt nicht zu mengen, dass ich dich gewähren lasse. Mehr effektiv, wie du siehst, den 10-0, der geht nicht mehr. Und dann. Er wird noch einmal Esatz Hammer sehen. Genau. Wir gucken noch ein Kehr, ob die Anna Halle-Finale bei den Herren. Du hättest doch gesehen, mal, dass den Erik Kloth sein Viersprung weiter konnte halten. Ja, den Christian spielt immer ganz gut matt.
Den Erik möchte man auf Fehler in das kontrolliert Spiel, eben die entschiedenen Punkte. Es ist ein gutes Match, aber es hat nicht gefühlt, wie wenn Christian wirklich ganz gefährlich kann in den Ruck kommen. So, flotten Echange hier zwischen beiden. Und da ist Christian Kiel, den der Punkt möchte. Ja, du gesagt noch, dass ich habe mir für drüber gesucht, für das Material, dass der Mann hat das Sinn, der geht einfach schnell fest, geht mir auf die Platzierungen, geht darum, Position um durchzuhalten, vier zu bleiben und nicht um durch fort zu bleiben. Christian ist wieder ganz gut zu dir setzt. Ganz gut mit seinem Verwiss, wie es genäht, wer er möchte, also wie bald er drin kann, aber dann haben wir so nach. Feier, feier, lo. Feier in diesem Match. Ja, nun kommen die Matcher so richtig von unserer Fahrt. Gute Verwertung von Christian. Und auch das Publikum hier an der Kuck, den reagiert darüber. Encourageiert Christian Kiel. Ja, der Länger Verein hat ganz gesunden Verein aus, für die Christen auch vieler Trainer aus. Schaut auch als Trainer, der hat eine A-Lizenz gemacht und einer ist zuständig für den Training. Die haben ein paar ganz gute Resultate auch an den Namenkategorien gehabt. Aber wenn ein da auch noch als Vierbild weist, wie er sich drückt, wie ein Ersatz, der die muss weisen. Wir können uns kommen, dann das natürlich für die ganze Verein tipptopp. An der Verein, also heim für das so Modell. Ein bisschen zu lang, sodass der Erik Loth immer zu dem Fian Topfchen kommt. Und da geht der Christian vom Dösch und dann hat der Erik meistens den Punkt gemacht. Kritze natürlich kontrolliert. Bei dem anderen Match, wo wir für die Runde 11-0 gesehen haben, da sehen wir, wie sehr das beide sich dafür kaufen kann, wenn er ein Herz findet. Du hast den. Das ist schon Evgeny, am Moment 8-4-4. 8-4 im Match Dadashin, als Sieg von Dadashin gehen. Adenovic, wir sind aber nur noch hier beim Match zwischen dem Christian Kiel, Erik Loth, und den auch an diesem dritten Satz ganz seriös am Moment. Ja, denn Christian probiert ein Geruch zu kommen, also den Einsatz ist ganz entschiedend. Bei 3-0 Hannen wird der Weg ganz weit von einem Gerund zu kommen. Nee, bei 2-1, das ist noch nicht fertig. Hoch den Erik, er rückt ein bisschen zu lang und die Christian kommt direkt übergreift. Dann wird auf den Punkt gemacht. Nächster Schallu, hi vom Erik Loth. Glücksball wird ihm direkt über das probiert, aggressiv mal rüber umzuziehen, dann das Hand noch kommt. Ja. Da
ganz fair, hier auch von Erik Kloth, den Ball, den hat der Ball nicht zu gesehen, aber dann noch zu gehen, und dann kommt er raus. Feiersatzball hier für den Christian Kehl an dem Match, den man Fedros wie wir tun, wo man auch logisch schwimmen, nein, kein Wert in River gehen. Du hast denn da das in den eine Fehlentscheidung eventuell sich rausgespielt hat, dann nimmst du den Satz mit 11-7 kommt gegen den Mladenovic gewonnen. Aber wen gesehen hat schon Fedros wie der Mladenovic kann rumkommen mit dem 11-0, den kann sich natürlich auch werden, dass nur eine ähnliche Reaktion können, und das ist wie wäre mal gleich, wenn wir hier diesen Satz aufgeschlossen haben. Ja, denn Erik hat gut reagiert, gut am Rückschlag gespielt. Für den hat Christian Kühl zum 18. Punkt den Matzengen-Service gemacht. Hallo, musste natürlich rennen, wie für den beim River riskiert hat, immer direkt unzugreifen, wenn den Erik serviert. So muss man gesehen, ob er das packt oder nicht. Chance für Christian Kehl auf den Service zu punkten, ne? Ja, wollte das gerne sicher spielen, weil noch besser zerriert wird, den er ein bisschen gut, dann bin ich auf den Ball gefahren. Also mit einem Rehpunkt, wenn eine Feier setzt, dann ist nur die Lasche. Dann hält den Timeout. Okay, gelehnt für Eis, für auf den anderen Match nächste zurück zu switchen. Ja, dann 3-1 ist schon eine Überraschung. Der Luca Joavra als Favorit gestartet an New York gedurcht wie 11-0 gewonnen, hat du alles am Griff. Und das war aber wieder mit dem Fall. Das ist ja, hier sehen wir nur den letzten Satz von Christian, ob er fertig bringt, um Retour den Punkt zu machen. Tatsächlich nicht einfach, du musst ein gewisses Risiko holen. Wir sehen hier an der Guck, aber noch nicht auf die Bilder vom Stream im Moment. Der Christian Kehl, auf jeden Fall, den hier verkehrt zu können und 11-9 an mir. Konzentrieren wir uns nur mehr in den auf dem Match zwischen Mladenovic und Dadashin. Weil du natürlich so eine große Überraschung doch aber U-Band am Moment. So, am Moment mit 3-1, das ist wirklich schon überraschend. Luca hat zwar noch ein gutes Gefallen mit dem Dadashin, den bleibt drin. Er kriegt den nicht richtig aufgehört. Verkehrt nach ein Kaja. Überraschendes Service. Wird einfach ausgesehen. Mit Luca Vauri überraschend. Er wird langs den Ball geschlagen. Vier Sprünge im Fort. 5-5. Und in der Käse hat es mich verlieren. Da spielt natürlich auch die Mentalverfassung eine Rolle und dem Moment natürlich auch das Niveau, den er gewinnt, das an einer zweiten Bundesliga zu spielen, wo doch aber all Match, wo um all Match mehr gekämpft wird, wie das vielleicht in einem Mützburger Championat der Fall wird. Also ganz sicher, Lukas gewinnt, der hat einfach all Punkt gespielt. Wird. Da wird der Stand geguckt, da wird geguckt, wer macht nicht den nächsten Punkt, denn das steht. Spielt am Moment ganz clever. Zum Beispiel auf sein Service heute immer ohne viel Rotation serviert, vielleicht der Ball ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr weit kennt. Oh, schon ein gut überraschend Ried ausgespielt. Denn Luca hält Timeout. Ja.
Da kommt es immer ein Flösch. Timeout darf nicht mehr lang wie eine Minute dauern, aber an dem, wenn es zurückkommt und den Dösch den Timeout geholt hat, muss der Name noch kommen, dann ist es hier. So, Luken, dann ganz entschieden sagt, wie in einem Rückschlag. Ob man da gleich könnt. Gut reagiert, ja. Selber aktiv gespielt. So, da muss man auch sein, Service natürlich. Muss ich Punkte machen. Man hat den gewährt, das ist natürlich immer gut. Man hat ein bisschen Risiko verbunden, weil wenn der Ball... Netz an das längste Tisch gesprungen. Wenn er auf den Tisch fällt oder just noch auf die Kante, das... Just der Ball bereit, das geht schon durch für den Punkt zu machen. Oh, gut reagiert von der Tisch. Den hilft er nun. Den Luca möchte keinen Druck machen, den probiert den Tempo, wie sie zu spielen. Hier geht nicht fest, ja, auf die Ball. Und den Evgeny hat ganz gut reagiert. Dann wird er im Lüge für den Mann Service. Das Pech, was der Deschin für drin hat, hat die Chance für den Luca. Das ist nicht auf den Tisch gefallen, mir nach auf den Tisch. Unmöglich, das zu rekuperieren. Und dann haben wir natürlich die Chance für den Mladenovic, sich den Satzball rauszuspielen. Nein, gelingt ihm nicht. Ich war schon ein bisschen viel drunter, die Idee, was er wollte machen, ohne zu sehen, was er könnt. Und das sah ziemlich klar aus. Das war nicht nur drunter. Da musste natürlich auf seinen Service. Musst du das probieren durchzusetzen, weil sonst... Das wird natürlich spannend. Entweder haben wir Satzball oder Matchball. Weil zwei Punkte nicht entscheidet, gehen wir durch für den Satz zu gewinnen. Aber muss da auch zwei sein. Und geht der Matchball. Geht der Matchball. Clever gespielt vom Evgeny, den ob den Service nicht festspielt, mit dem Ball und Ohren, als denkt seiner, weil das in vier andere rauszieht. An der Renke, ja. Und er gewinnt dann, Evgeny, der das schon gewinnt, gaint den Luka Mladenovic schon länger. Das spannende Party, wenn er bis auf den E-Satz, den 11-0 aufgesagt. Ja, du hast den Ball nicht matt gespielt gegen die Menge. Aber nur, da war nur beim 4-1. Ab 7 war wirklich gut fertig gemacht. Und dann hat der Luka auch ein paar Mal überrascht, mit seinem Service. Genau, und wir gucken natürlich nur, wie dann der andere Halbfinale, wen der Gegner wird, gehen wir vom Evgeny Dadashin. An der Gatei ausgespielt zwischen Erik Glot und Christian Kiel. Und da steht im Moment 2-1 für Erik Glot an der Satz. Und da scheint der kleine Blocker schon Rick, den Erik Glot ein bisschen zu behindern. Ja. Mobilisiert zu schnell, kein mobilisiert zum Wirbelsein, ein Keier. Muss man mal gucken, wie lo beim Spiel 4 geht, wie belastend der das. Mit dem Christian bleibt drin. Aber ja, dann mal ganz schnell mal zu ihm rüber, den Punkt zu sichern. Das ist ein spannender Ballwissel, ein langer Ballwissel auch. Flotte Nischance zwischen beiden Athleten. Also du gesagt, den Erik, der probiert 10 cm vom Tisch weg zu gehen, drin zu bleiben, Druck zu machen für 4. Und der Christian geht noch hin. Bei dem Tempo, wenn er bis noch hin geht, da geht es ganz schwer für den Punkt nachzumachen. Da geht es Heinz nur, dass er den spektakulären Pferd springt. Wir haben große Ganzen, also immer den, der um den Tisch bleibt, den Punkt möchte. Den Hanne geht, spekuliert natürlich auch ein bisschen auf den Fehler von dem anderen. Kurz gespielt von Christian.
Nächster Punkt von Erik Loh, dann noch hier sind wir Richtung 3-1 in der W. Ja, den Erik, der gibt es eine favorite Rolle, habe ich mir gerecht, wie der Luca fährt. Was Christian Killer gut nicht zufrieden mit sich, rüsselt der Kapp. Weil er hat probiert kurz zu weinen, ohne ich nicht dran. Und dann geht es, wenn Erik kurz lädt, dann kann er direkt über dich rumgreifen. Mit dem Erik, den hat er gesehen, und den lang retourniert, dann auch direkt den Punkt gemacht. Satz gewinnen. Ziemlich souverän, aber heim. Nach 3-1 steht dann aber nur gut für. Also, was für mich auf der Favorit für ein Finale anzukommen. Genau, wir gehen ein paar profitieren von dieser kurzen Pause zwischen den Satz. Wir gehen bei Damme River zu gucken. Und du hast mal vier Runden Match zwischen dem Ariel Barbosa und dem Sarah de Nütz. Wie wäre dann die Match in das River? Ja, die Jung. Ich nenne mal die Jungs, die sind zwar aus der Jugend raus, sind zwei, drei Jahre aus der Jugend raus, sind aber die trainieren, für da ein bisschen mal runterzukommen. Die machen einen gewissen Druck, probieren da runterzukommen, aber die gestandenen Spielerinnen, die sind aber souverän an Islo. Und Sarah spielen de Nütt so gut Matt, mit geht nicht gut. Genau, und Sarah de Nütt, wie gesagt, heute Match konnten desideren. Feierend gegen Ariel Barbosa steht um da, also Sarah de Nütt steht um da an der Final von diesen Foyer Championships am Tischtennis. Und heute Match, der gerade am Gang ist, das ist der Match zwischen dem Tessie Gundringer am schwarz-roten Dress und dem Sarah Meyer am Blau-Schwarzen. Und da steht es 3-1 im Moment für Tessie Gundringer. Ja, die gesagten Spielerinnen ob 1, dann 2 und Biselo gehen wir so nicht aufrennen los. Die so müssen kämpfen, fahren Matcher dabei, die nicht geschenkt waren. Mit trotzdem wird das Resultat aber immer dann 4-1 oder 4-0, wo sie fertig sind zu fahren. Und die Herrenhalbfinale aus Ochnes am Gangen zwischen Christian Kiel und Erik Loth. Ja, der Christian, der los seinen Service-Durchsport hört. Wenn man Service, den ein bisschen lang springt vom Erik, also wo der Christian am Revers sehr und aggressiv kann reagieren. Und 3-0 Avantage für den Christian Kiel. Und dann muss den Erik Lodlo schon reagieren, ist zurückkommen. Gelenkt den Hai nach nicht. Ja, auch der Christian, der probiert, um durchzubleiben, Positionen abzugehen. Und das ist natürlich mit hohem Risiko verbunden. Das hat er nur gepackt. Ja, der Christian Kiel, das geht mehr aggressiv. Und Sänger. Ja, er probiert meistens beim Service. Dass so eine Länge hat, dass den anderen nicht fest kann sehen, dass er nicht genug sein, ob er drüber springt oder nicht. Und dann geht hinter gehen. Ja. Wie gesagt, da sind wir mit welchem Risiko verbunden. Und der Erik, den auch eine gewisse Experienz mitbringt, den an Schweden am Championat spielt, an Frankreich, der das im Moment noch erlaubt. Der den an zwei Ländern spielt und dafür spielt er in zwei Ligen. Und die Experience, die könnte am Moment zum Drohen. Die Christian, der noch eine ganz gute Saison bis so gespielt hat, mit seinem Verein. Hat sie vielleicht sicher nicht am Anfang von der Saison gelöst und direkt sich qualifiziert für die Halbfinale. Und hauptsächlich Wellheen an ihre Kroat die nötigen Resultate bräuchten. Und dann natürlich mit der Unterstützung von Marlindo
Und das ist schon ein ganz gutes Resultat, wie sie gewirkt. Gut, dann nicht fertig ist. Die Kippe Championat, du fängst das Halbfinale logisch von null. Ja, du spielst Eiterwald Bredemes an Hohestadt, länger an Ruet. Und wenn ich auch den Niveau gesagt habe, den Dadeschin, den Pferde springt, hier an Finale zu kommen, wie gesagt, noch den Niveau vom Kippe Championat, der wirklich all Jahr besser ging, weil. Und das wird die erste Kehr hinter langem. Kein Final, die länge Hochwald gehen. Also, ich meine, Kanadier, die am Primärshow gehen, die können sich immer gut erinnern, dass ein Name wie Diddling Meister gewesen ist. Das hier geht es ganz sicher ein neuer Landesmeister. Und wenn ich den Matcher gucke, alles ist dran. Alles ist möglich, Schiedsverein, gute Spieler, es werden in der Tagesform, wie sie abgestaut sind. An dem Niveau, wie gesagt, als all Jahr Rückgang an wirklich stark. Ähnlich wie am Basket, den Fujitfren ein oder zwei Amerikaner hat, als Gnelo am Tischtennis, der Fujitfren einen ganz guten ausländischen Spieler ob Nummer 1 oder Nummer 2 hat. Und das bringt natürlich, wenn ich noch die Ausländer-Diskussion will angehen, das bringt natürlich auch Matze, dass sich die Lützebäuer Spieler auch verbessern, ne? Durch den qualitativ mehr Hagen oder mehr. Besseren Training, also werden noch Lützebäuer davon profitieren. Das ganz klar auch bei seinem Verband, das als Philosophie für die Qualität, die dann Land geht, für die Matt am Training rundzuziehen, und immer einen Partner da, die Matt trainieren, an natürlich. Das für als Jungspieler, für als Nationalspieler, das ist der größte Vorteil. Das sollte für den Runde Luca, den hat seine Trainingsuhr drum am Lützburg verlöscht, weil man Peter Engel auch ein Mann kommt, den die Kontakte hört, für Leute hinzubringen. Ja, Flutten, stopp, hi, oh, du hast einen gefahren, der Christian Kehl, du lachst natürlich. Das war natürlich ein Flutteball, wir sind da für das Publikum. Wird den Smash umgetäuscht und den Ball kurz aufdrüpsen gelöst. Zweimal hat er nicht. Zweimal hat er nicht. Nee, und den zweiten, den war effikant. Ja, der nächste wird nach gut und dann also bis zum nächsten Sprung sehr im Trick gelaufen für die nächsten zu kriegen und dann spielt er Nike kurz. Das war wirklich nicht schlecht. Du merkst ihn noch, dass der Routine noch immer Spaß und der Sache wird. Ja! Und nun geschwind. Vielleicht Chance wird, für hier an den Satz zu verkürzen. Sehr River, ob den Service immer im gefährlich, diagonal fest raus. Und da geht ein Timeout-Call. Übrigens ganz sehr River geguckt, bei Damen. Da hat Tessie Gunneringer Satzball, Matchball sogar. Und setzt sich da durch. Tessie Gunneringer, heute sind wir nach dem Score gekommen, auf der Tafel stehen, 11-7. Konnt hat sich also durchsetzen gegen Sarah Meyer. Ja, gut Ballwürsel, müssen kämpfen für mehr, trotzdem für ihr End als souverän. Genau, also lo, dann nach einem Halbfinal, der noch aufsteht, wo wir noch nicht wissen, wen sich qualifiziert. Bei den Damen wissen wir, durch spielt Sarah Denut gegen Tessie Gunneringer ein Finale, die doch schon so gut. Das ist auch schon bei der Klassiker, wenn man für die Uhr von Diddling am Hofwald. Dann ist das auch bei der Klassiker, den wir schon oft gesehen haben, wo aber Sarah bis nun, dass sie nicht rückkommen gelöst hat. Ja, nur dann zurück bei der Erlaschten. Mit Christians erst nach du. Wenn ich mich zurück erinnere, wie in dem Einzellandesmeister ging, das war Henet, den oft 4-3 Matcher gewonnen hat. Das ist also ein, den ich nie aufschreibe, bis der letzte Punkt gemacht hat. Lange Note. Ja, Kämpfer. Ball ein gut Lenk. Für den nicht gesehen, geht der Nike auf den Tisch, geht drüber.
Nicht gesagt natürlich, für die Spektateure da draußen, die vielleicht daheim oder ein Durchtennis gespielt haben, gesagt hat natürlich, also, für was trifft den Ball dann und nicht? Aber das ist aber natürlich auch ein Grund. Das genau das, was nicht von Vierer gegen passiv spielen, gegen den Ball dann zu treffen, mit da gegen keinen Punkt mehr. Genau. Der Ball schon gucken. Genau. Wie man Vierer gesagt hat, das viel mit Antizipation, wo es darum geht, für das Spiel vom Gegner zu lesen. Du hast den Erik gut gelesen. Du hast gesehen, dass er wohl umlaufen hat. Nein, der weit rausgespielt. Dem Christian Röwe. Zu weit, der konnte nicht ganz rundherum kommen. Dann kommt der Punkt nicht mehr. Du hast natürlich den Erik am 4D. Bei 3-1, Egen Service, Neng-Neng. Das ist ganz ruhig hier im Gymnasium Moment. Also gucken alle gut, ob den Endisch, den noch spielt. Und noch gespielt, geht an noch nicht ein Kehr, so lange Ballwürsel hier. Ja. Und dass der Christian Kiel, den sich ein weiteres Satzball hier spielt. Der Christian, der schon noch handgegangen war, den Erik, den unterspielt, was er noch gezündet hat. Und der Christian hat wirklich von einer guten Rekord aus der Distanz nach dem Zwingen und Spiel kommen und den Punkt aufgemacht. Da leidet natürlich auch den Druck um Erik Loh, den sein Service lo muss. Mit der nötigen Balance zwischen Risiko und Druck spielen. Ja, okay. Kann ihn ausgleichen. Gut gemacht. Ähnlich wie für drunter, über die Rivier parallel gefahren. Wie der Christoph und der Genke zu einer D, war nicht weiter lang. Und nun bei Tsing Tsing, du wirst den Service all Chaos. Normalerweise würde ich immer all zweiten, all Spieler, wo zweimal serviert wirst. Und ab dem Tsing Tsing, ab dem 20. gespielte Ball, wirst den Service all Chaos. Und nun Matchball für den Erik. Kommt den Erik nicht überraschen, kann den Erik lohnen, noch ein Kehr, zum unser gut Lenkt am Service hört. Da könnt ihr ihn ersichten zum Zählen, dann wird. Da wird hin, der sagt zu mir. Oh, proper. Also, dann entschuldigt sich, wir werden nach oben kommen oder im Netz kommen Sie mir, das wäre als Rückschlag schon. Dem ist der nicht all da. Anne können ein Gewinn. Satzball ist hier für den Christian. Wer ist vom Matchball auf den Satzball? Hallo, Narenke, so Rückschlag möchte. Hallo, Fans, wie ist Erik Lotz? Christian Kiel, bald am Netz, danke. Und nein, ich das selbst probieren, aber das gibt ein bisschen mehr Rotation am Ball. Ja, wir bleiben weiter drin. Wir sind gespannt, wen gibt den Gegner vom Evgeny? Da der Schien. Hört den Service, mit Risiko, weil er mir lang gemacht und den Elkern nicht 100% Struktur dreht, hört ihn ein bisschen mit passiv zurückgehen und da hört der Christian sich nicht höher gelöst. So, nach ein Kick gucken. Nächster Satzball für den Christian Kehl. Er hat den Erik Lotz schnell den Kur gelost. Sie hat dann ein bisschen mit passiv Trick gespielt und den Erik Lotz mit der 4 und direkten Punkte nach. Bleibt noch spannend. Ja! Lohne ist ein Matchball für den Erik Lotz. Also. Ohne Schnitt serviert, für dass der Ball ein bisschen kämpft, wir haben uns im Revier nachher den Punkt zu machen.
Wie am Rückschlag wird den Erik Pferdesport den Ball ein bisschen Rotation zu gehen, dadurch hast du nicht drüber gegangen. Du, mal gucken, ob das hier Pferde springt. Oh, wunderbar. An Domada Asklua, Weihfinal bei den Herren ausgeseit. Nämlich den Evgeny Dadashin gegen den also schon Erik Lutz. Ein überraschend Final. Du hättest mal nicht drauf gewettet, wenn man vier im Championat bestanden hätte. Den Erik Lutz schon als seiner Favoritenrolle gerecht ging. Mit dem Evgeny Dadashin ist also schon eine Überraschung, dass er den bis ans Finale gepackt wird.